Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke zu einer weiteren Challenge. Eigentlich wollte ich ja eine andere Challenge machen, aber ich finde das Video nicht mehr, weil derjenige seinen Kanal gelöscht hat oder unauffindbar ist. Da muss ich nochmal auf die Suche gehen, was da los ist, das rauskriegen, dann wird das nachgeholt. Und deswegen dachte ich mir, ich habe damals eine ganz alte Challenge gemacht mit dem Brottrunk. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Brottrunk ist. Ich habe schon mal Brottrunk-Challenge gemacht, auf Ex und eine Flasche getrunken. Das war ein sehr besonderes Erlebnis. Damals habe ich noch keinen nominiert, glaube ich, oder? Ich nominiere jetzt schon mal, kann ich sagen, Kesto, Kanal Phänomenal und Shenaya. Dann sage ich euch mal kurz, was Brottrunk ist, beziehungsweise Google sagt euch das. Brottrunk. Laut Wikipedia, Brottrunk ist ein Getränk, das aus vergorenem Brot hergestellt wird. Vergorenes Brot, okay. Aus Russland stammt der Brottrunk Kwas, dessen leichter Alkoholgehalt durch eine Mischflora aus Hefen und Lactobacillen gebildet wird. Das ist auf jeden Fall was richtig Tolles, sagen auch manche Kommentare, dass das total lecker ist und total gesund. Aber ich glaube nicht, dass man davon eine Flasche ganz mit einmal trinken sollte. Ich werde das alte Video, was ich damals gemacht habe, mit der alten Kamera suchen. Das war im Badezimmer, schlechte Qualität. Werde das hier einblenden zum Vergleich. Das möchte ich hier als Remake machen, damit wir uns nochmal daran trauen. Ich habe auch schon eine Version mit dem Hannes aufgenommen, auch hier an der Stelle. Da habe ich richtig abgekackt, deswegen habe ich gedacht, ich mache das nochmal solo in aller Ruhe, obwohl die Version mit Hannes erst danach kommt, aber vielleicht kann ich mich selbst übertreffen, bevor ihr dann die abgeranzte Version seht. Das ist jetzt hier also Original von Kanne, Brottrunk Bio. Natürlich, biologisch, vegan, laktosefrei und gesund. Wir fermentieren biologisches Vollkornbrot, es entstehen Milchsäure, Bakterien und Vitamine. Unser Beitrag zu einer gesunden Ernährung seit 1981. Ich weiß, das lässt sich total schlecht trinken, sowieso. Dann machen wir hier oben dieses Papier ab. Das hat nämlich eine mega große Öffnung, wie so eine saure Sahneflasche. Ich glaube, der Bo, wenn der immer irgendwas getrunken hat, hat sich das in den Messbecher reingefüllt und hat dann vorne aus dieser Öffnung getrunken. Ich weiß auch nicht, ob man das rumschüttelt oder nicht. Hier hat sich auf jeden Fall am Boden alles abgesetzt und sieht total abartig aus. Wie Schimmel, ne? Soll ja so wirken. Wir schütteln trotzdem mal, damit nicht dieser ganze widerliche Geschmack unten plötzlich auf uns zukommt, sondern schon beim ersten Trinken direkt da ist. So, das sieht jetzt gut aus. Die Flasche ist jetzt bis oben hin. Ich glaube, die explodiert gleich. Wir machen sie jetzt mal auf, setzen dann mal an, gucken mal, wie lange wir brauchen. Unser alter Versuch wird eingeblendet und dann würde ich mal sagen, Peace out Vorhaut, euer Ramses. Ich sitze einfach auf, ohne Knacken, ohne irgendwas. Ich dachte gerade, die steht mega unter Druck, aber irgendwie... Riecht das richtig wie Gallensaft, wenn du dich übergeben hast und die ganze Galle nur noch rauskommt, weil du nichts gegessen hast. Genauso riecht das gerade, aber wir wollen das jetzt trotzdem probieren. Eine Kanne Brottrunk. Das ist so voll, ich glaube, das wächst gerade immer mehr. Das ist schon bis hier oben. Das arbeitet sich immer weiter raus zur Öffnung. Wir setzen das jetzt an, wir probieren es mal. Mir ist jetzt schon schlecht. Ich weiß nicht, wie Leute das gut finden oder gerne trinken können. Für mich ist es nichts, aber egal. So, Prost. So, die Flasche ist auf jeden Fall leer. Ich habe das alles durchgezogen, ohne einmal zu atmen. Das ist das Beste gewesen. Einfach Nase zu. Es ist auf jeden Fall leer. Dann riechst du es auch nicht so. Es riecht so abartig. Nase zu, einfach schlucken, ne? Und dann mal gucken, wie die Zeit ist. Und denk dran, ich nominiere Kesto. Ich bin mal gespannt, wie der diesen Geschmack findet. Die verfaulten tausendjährigen Eier fand er ja richtig gut. Beim Soströming ist er komplett ausgerastet. Ich nominiere auch Shenaya, ich nominiere Kanal Phänomenal. Wäre richtig toll, wenn der mal wieder eine Challenge bringt oder irgendwas. Das ging trotzdem irgendwie gut runter.
Auch wenn es mega betörend ist. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, dann lernt es lieber gar nicht kennen. Überlasst es den Profis. Das war es schon von meiner Seite aus. Bald kommt noch der Versuch mit Hannes. Da weiß ich schon, dass ich viel, viel länger gebraucht habe als jetzt. Das habe ich im Urin. Ansonsten Farbe Urin T-Shirt gibt es im Natururin-Shop. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.